Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Rein informativ. Was kann man mit Apps machen? Was kann man überhaupt tun? Wollte ich euch mal zeigen. Und nehme euch sozusagen auf eine kleine Tour mit. Gerade eben noch mal an der Tankstelle angehalten. So, Radio machen wir mal schön leise. Was ist zu sehen? Wir haben hier die Talk Pro App mit der Erweiterung Race. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Okay. Er baut jetzt erstmal die Verbindung auf. Befestigt habe ich das Handy jetzt hier mit unserem innovativen Handyhalter. Dafür gibt es schon ein paar Videos bei uns im Kanal. Habe ich auch hier genutzt. Das ist ein Samsung S7. Und ich wähle jetzt mal hier das Racing Meter aus. Das ist eine Erweiterung. Vorher habe ich in der App einmal verlassen, dass Advanced EX für Renault ist auch drauf. Dort kann ich natürlich das Automodell aussuchen. Das da 1,5 DCI ist das naheliegendste. Und dann machen wir Racing Meter mal wieder an. Das Racing Meter muss vorher programmiert werden. Also die ganzen LEDs hier oben zeigen nachher blau, grün, gelb, rot an. Bezüglich der Drehzahl für Schalten. Wir haben hier die Wassertemperatur 65 Grad, also Kühlmitteltemperatur. Dann haben wir hier noch die Motorlast und Turbo. Und dann die Ganganzeige. Für die Ganganzeige brauchen wir die exakten Geschwindigkeiten, und zwar bei 2000 Umin. Die Werte dafür habe ich bei Facebook einfach mal hinterlegt. Musik kommt vom iPhone. Das ist hier ein 7 Plus. In dem Handyhalter, den wir schon mal vorgestellt haben, dem automatischen. Ich stelle es mal quer, damit man es nachher besser sehen kann. Was benutze ich sonst noch für eine App? Ich benutze hier die Denon Audio App. Um meine Musik zu hören. Jetzt abspielen per Bluetooth. Verbaut habe ich überflüssigerweise, beziehungsweise, was heißt überflüssigerweise, Quatsch, zum kurzen Test eine Isotec 5D. Subwoofer haben wir hinten im Kofferraum. Ich gucke mir das Ganze erstmal an. Die Denon App ist eine sehr, sehr gute. Ich mag die sehr gerne, weil sie aus Musik unwahrscheinlich viel rausholt. Sie hat einen schönen grafischen Equalizer. Ich lasse den einfach mal laufen. Wer das nicht haben möchte, macht ein Handy natürlich ganz einfach aus. Und Fahrzeug. Dann gehen wir hier ins Eco Driving. Wir haben 1000 Kilometer zurückgelegt. Jetzt sieht es desolat aus. Fahrbericht 6,1 Liter auf 100 Kilometer. Durchschnittliche Geschwindigkeit 49,8. Und Entfernung ohne Verbrennung 11,1 Kilometer. Das Ganze werde ich jetzt resetten. Einmal zurücksetzen. Und dann fahren wir mal los. Thank you.
Ich hoffe, man kann auf dem Video dann alles wunderbar sehen. Das ist jetzt arg untertourig. Schaltung ist richtig schön einwandfrei. Wir haben hier die Drehzahlanzeige. Wassertemperatur schon auf 75. Im Cockpit kann ich natürlich auch die Wassertemperatur anzeigen lassen. Aber ich nehme mal die Geschwindigkeit. Denn das Racing Meter zeigt die OBD-Geschwindigkeit an. Wir haben eine Tachoabweichung von 5 km/h, also von der Onboard-Diagnostik. Einfädeln auf der Autobahn, auch alles gut. Dann setzen wir mal den Tempomaten und machen den Tempomaten auf 80 km/h. Echte Geschwindigkeit sind 76. Dann haben wir die Eco-Bewertung. Und wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Was die Handyhalterung betrifft, der innovative Handyhalter, den wir haben im Shop, der packt ein 7 Plus zum Beispiel nicht mehr. Mit dem S7 von Samsung wird das schon richtig knapp mit einer Handyhülle. Funktioniert aber noch. Die Audio-App, und nur zu eurer Information, die Gesetzeslage ist immer noch so, dass ich ein Handy in einem Halter bedienen darf. Wenn ich es in der Hand halte, ist doof. Ja, das wird teuer, kostet glaube ich einen Punkt mittlerweile. Nicht so toll. Also ein Handyhalter macht sich da deutlich mehr bezahlt. Und hier gibt es schöne verschiedene Einstellungen. Und zwar Equalizer-Kurven, die ich selber nach Belieben schön verändern kann. Ich habe verschiedene Klangmodis, die ich einstellen kann. Und keine Sorge, ich bediene das Ganze schon fast nativ. Also ohne den Blick von der Straße abzuwenden. Großartig. Aber wir bleiben mal da, wo wir sind. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Ist eine ganz tolle App, mit der man sehr viele Equalizer-Einstellungen just in time machen kann. Musiktechnisch holt sie extrem viel aus einem Handy raus. Kann ich nur empfehlen. Also es ist die Denon Audio App. Ich habe hier jetzt nicht einen einzigen Punkt. Eco-mäßig geht es richtig schön nach oben. Wenn ich jetzt den Gang wechsle, sieht man das auch. Wo ich im grünen Bereich bin und wo eben halt nicht. Tja, was gibt es sonst noch zu sagen? Jetzt sieht man die ganzen Bedienelemente mal. Die Klimaanlage hat sich deaktiviert. Warum sie es getan hat, weiß ich nicht.
kann auch sein, dass es draußen zu warm ist oder zu kalt eher. Ich mach's immer wieder an. Man kann mit diesem Talk Pro noch eine ganze Menge mehr machen. Also wenn ich aus der Racing-App gleich mal rausgehe, das werde ich auch tun. Ich warte jetzt nur auf den Teilabschnitt auf der Autobahn jenseits der 80 km/h. Also momentan sind wir so richtig gut drin, und zwar echte 80 km/h. Auf dem Tacho sieht dann 84. Ich kann jetzt nicht sagen, ob man sehen kann im Video, und ich hoffe auch, dass meine Beine oder Arme nachher nicht irgendwie davor sind. Ein bisschen kontrollieren kann ich euch, beziehungsweise das, was ich hier aufnehme, weil ich im Rückspiegel dann noch den Bildschirm der Kamera habe. Insofern sieht es momentan, glaube ich, ganz gut aus. Wen es interessiert, gehen wir mal aus dem Eco-Modus raus. Machen mal die 4x4-Info. Da kriegen wir wohl gleich mal die 0, 0 und die 0. Bei der langen Kurve hier. Ist ja auch ein schönes Bild, ne? Wann hat man das mal? Ich kenne halt die Strecke. Das ist der Vorteil. Okay. Ich fahre hier nicht mit Absicht irgendwo in irgendwelche Leitplanken. Nehmen wir das mal raus. Sonst in den Medien, damit man weiß, was ich höre. Auch kein Problem. Musik, wie gesagt, kommt vom Handy. Ich habe momentan keine USB- oder Kabelverbindung. Gehen wir wieder ins Eco-Driving. Machen wir Musik mal leise und nehmen uns mal die Klimaanlage. Die ist eigentlich nicht zu hören. Also die Klimaanlage ist von den Stufen her richtig gut abgestimmt gegenüber der manuellen Klimaanlage. Haben wir hier mehrere Stufen. So ist das Ganze voll aufgedreht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen sind es genau, bis aus. Nehmen wir 2 Stufen. Ich hätte ganz gerne 25 Grad in der Automatik. Und dann macht sie wirklich alles automatisch. In dem Moment habe ich hier keine Anzeigen mehr. Drehe ich hier einmal, kommt das wieder. Und dass man es mal gesehen hat. Ich hoffe, die Auflösung reicht. Kameras, Roundview oder dergleichen kann ich jetzt nicht betätigen, das funktioniert nicht. Wenn ich gleich nochmal am Parkplatz anfahren kann, dann mache ich das, damit man mal das Durchspielen der Kameras vielleicht sieht. Die sind allerdings jetzt nicht sauber. Wir kommen auf den 120er Bereich gleich und ich werde dann mit dem Tempomaten ganz einfach die Geschwindigkeit nach oben gehen. Musik machen wir wieder an. Und ab hier ist 120.
Jetzt sieht man schon ein paar mehr LEDs, weil wir sind im Drehzahlbereich 2489, 2490, so in diesem Bereich. Beim Tempomaten habe ich 120 drin. OBD Speed ist 115. Denn das da an sich ist richtig schön ruhig geworden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen, ich habe mit Absicht die Musik jetzt auch nicht ganz so laut, damit man das Ganze ein bisschen mehr hören kann. Verschließen können wir uns natürlich auch. Öffnen. Ich bin noch nicht im Eco-Modus selbst drin. Ich drücke den mal. Da tut sich aber nicht viel. Nehme ich auch wieder raus. Ich bin die ganze Zeit ohne Eco-Modus gefahren. Kann ich jetzt auch. Ich hoffe, das Video ist nicht zu langweilig für euch, weil ich wollte es halt nur mal zeigen. Machen wir mal ein bisschen Musik. Können wir auch gleich mal einen Rastplatz anfahren. Auf dem Rastplatz werde ich dann mal ein bisschen rückwärts, ein bisschen vorwärts. Dass man das Display mit den Kameras dann auch sieht. So, Tempomaten deaktiviert, das geht blind. Im Stand kann ich dann dementsprechend, okay, Start, Stopp, auch klar, Kupplung wieder treten, ist es wieder an, Start, Stopp deaktivieren, auch kein Thema,
Kupplung loslassen, bleibt der Wagen an. Das Round View, ich habe jetzt im Vorausbereich, wenn ich jetzt im Rückwärtsbereich reingehe, schützt nicht davor, dass man trotzdem ab und zu mal gucken kann. Steht sauber zwischen den Linien. Vorausbereich, Rückbereich. Nehme ich den Rückwärtsgang jetzt raus. Bleibt dann einen Augenblick an. Schaltet meistens automatisch nach vorne. Geht er selbstständig aus. Wenn ich jetzt wieder anmache, habe ich den Frontbereich. Hier unten sieht man die Kante vom Stoßfänger leicht. Und ab einer gewissen Geschwindigkeit nimmt das dann selbstständig raus. So, hier haben wir eine verkürzte Auffahrt. Und jetzt muss ich aufpassen. Kann ich wieder blind den Tempomaten einschalten und auch übernehmen lassen. Ich glaube, das soll es gewesen sein und hoffe, dass euch das Video gefällt. Ist wie gesagt, einen kann ich vielleicht noch, dass ich hier mal rausgehe. Mal das andere anmache. Da habe ich hier Motorlast und Voltanzeige. Dann Kühltemperatur. Außentemperatur, hier ist es die Airtemp und die stimmt fast immer 1:1 überein mit der Außentemperatur aus dem Display vom Medianav. Da gibt es noch ganz, ganz viele Dinge, die ich selber jetzt auch noch nicht rausgefunden habe, aber bestimmt noch rausfinden werde. Da gibt es ganz viele Dinge, die man noch einstellen kann, nicht während der Fahrt, versteht sich von selbst. Mal kurz switchen im Handyhalter, natürlich immer mit dem Blick auf der Straße, soll keine Spielerei sein. Regulär fahre ich immer nur mit der Racing App. Die finde ich am angenehmsten und dann setze ich das Handy entweder hier unten oder dort oben, je nachdem. Okay, das soll es gewesen sein. Wenn ihr sonst Fragen habt, könnt ihr gerne stellen. Ich nehme sowas immer gerne dankend an. Ich denke auch nicht immer an alles. Von daher kennt ihr das ja. Ich hoffe wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Und sage wie immer, bis denn dann.